Mehr Fischnolz. Darf ich mir drei Diamanten nehmen? Nein. Oh. Nein. Oh. Bitte, 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 bitte. Nimm sie sehr einfach. Ich mag es nicht glauben. Ah doch, ich habe tatsächlich noch. Ich dachte, ich hätte keinen Dreck mehr im Inventar. Ich wollte mich das schon wundern, dass sowas geht. Wie macht doch, man doch, eigentlich so einen Beutel? Weiß ich nicht auswendig, ich muss dann nachgucken im Rezept. Ah, back ein bei dem Suche-Dings-Bums da. Back. Alchemy, back. Alchemy. Oder back auf Alchemic. Oder irgendwie so. Alchemic Chest. Was? Ich glaube, back reicht eigentlich, wenn du suchst. Nee, man braucht, glaube ich, eine Kiste, um Back zu machen. Ja, die Kiste, glaube ich, braucht er dazu, ja. What the fuck? Ist die Cheater-like-Kiste, aber die andere Kiste. Kiste, die man braucht, um die Cheater-Kiste zu machen. Alchemie-Kiste, glaube ich. Oder? Alchemical Chest. Ja, das mache ich irgendwann anders vielleicht. Mir mehr Tanden. Möchte ich denn noch? Ah, okay. Doms. Hupala! Da ist was in die Luft geflogen. Was nicht? Wo sind wir hier, ne? Yeah. Da haben wir das Teil. Wow! Das nicht. Noch was in die Luft? Er fliegt die ganze Zeit was in die Luft. Was machst du? Ich bin in der Hölle. Und suchen wir hier verzweifelt sein. Einen Ausgang? Wie? In der Hölle ist doch eh nix. Ja. Glowstone? Ich hab da noch nie Glowstone gesehen. Was? Doch, doch. Das, hä? Wo am Eingang ist, das haben wir halt schon abgefarmt. Ja, aber bei mir ist da nur so eine Höhle und da ist nichts drin. Ja, man muss halt, weil unser Portal hier, ne, ein bisschen kaputt ist, eigentlich haben wir ein anderes Portal. Ja. Ja, und wie kann man das beheben? Gar nicht. Das ist serverbedingt ab und zu so. Ja. Ich buddel mich halt jetzt hier einfach mal durch, ne? Bei mir hat es nichts gebracht, ich habe mich extrem weit gebuddelt. Naja, du hast dir hier einen geraden Gang gebuddelt, ne? Ja, nach unten. Ich muss ja irgendwo in die Nähe meines Portals kommen. Ich habe da extra einen Waypoint. Mensch. Naja, okay. Ich höre euch hier die ganze Zeit zum Gast, ne? Macht sich nervös. Sag dir, please, komm, ich möchte dich essen. Ich glaube nicht, dass der Gast ihn essen will. Und Blaze schmeckt doch nicht. Macht mir jetzt das ganz einfach. Ich buddel jetzt einfach in Richtung so in meines Bayern Portals. Ist man ja eigentlich immer gutes Essen gewöhnt, also könnte er schon schmecken, aber Wenn nur weil das Essen bei euch schon gut ist, heißt ja nicht, dass die. Apropos Bayern. Blaze, warst du schon auf der Wiesn? Nö, noch nicht, aber am Freitag hoffe ich mal, dass es mir wieder besser geht. Ah. Ich gehe da nicht hin. Ganz böse Vorstellungen. Nö, ich habe doch hier Treffen bei GameStar. Ach ja, euer Wiesentreffen. Mhm. Echt? So was gibt's? Ja. Gute Sache. Eventuell kommt auch Pete's Meat. Was waren hier blöde Hangouts?
Ach du. Ich hab gar nichts. Ist sicherlich schön, mal hier das GameStar Headquarter in München zu sehen. Ja, richtig gut. Ich hab gerade böse Vorstellungen davon, wie ich Ria Plays und Dizzy im November anknabbere. Im November? Ach ja, da war irgendwas, wo ich noch nicht zusagen konnte. Ja. Genau. Ich erinnere mich. Boah. Also heute habe ich auch ein bisschen. Ja, ein bisschen stellenweise. Viel. Ja, heute ist echt nicht schön. Aber ich muss noch nicht disconnecten. Weil ich mich ja so weit weg von der Coil befinde. So viel. Auch relativ weit weg, aber. Oh, ich habe da eine Rüstung. Ja, ich habe okay. Das ganze Problemchen schon vor euch. Öfters. Hm. Hatte ich das Tolle mit dem Disconnect noch nicht. Oh, was war das? Ich bin erschrocken. Erschreckt mal. Oha. Ich habe mir jetzt übrigens einen Diamond Drill gemacht. Macht er doch gleich einen Mining Laser. Also irgendwie stimmt der Wegpunkt nicht mehr ganz, ne? Ich bin jetzt genau bei dem Wegpunkt, den ich hier hatte. Ich werde nie wieder zurückfinden. Vielleicht. Hast du dir ja keinen anderen gemacht? Vielleicht ist ja auch korrupt gegangen, der Wegpunkt. Kann es vielleicht sein, dass du den Wegpunkt über Erde gemacht hast und jetzt unter Erde bist? Nö, weil ich habe überirdisch keinen Portal-Wegpunkt gehabt, der an war. So. Wie sieht's denn eigentlich aus? Wie sind wir denn zeitlich eigentlich? 10 vor, also im Prinzip, ja, 10, 15 Minuten noch. 10 Minuten. Und es wird schon wieder Nacht. Wir sind bei einer Stunde und 25. So, Danke. Ja. Konnte man hier nicht auch die. Es wird Nacht, by the way. Ja, aber was soll ich in der Hölle machen, ne? Kann man in der Hölle kann man doch auch schlafen, oder? Hab ich ein Bett dabei? Da geht das, oh. Da fliegt das Bett hoch, wenn du in der Hölle versuchst zu schlafen. Oh. Macht's bumm und ist weg. Konnte das man heißt, hier nicht extra hier für die Hölle umschalten? Die Minimap? Ich seh nix wissen. Damit kenne ich mich auch nicht aus. Ich auch nicht. Ich kenne mich zwar im normalen Minecraft sehr gut aus, aber mit Tackle da. Ich würde hier nur gerne mal rausfinden. Guck mal, ein Zombie. Ne? Ihr könnt auch kurz Tag machen, ne? So ist es nicht. Oh, ich finde das ganz angenehm. Nee, ich dachte nicht so. Nein, ich dachte jetzt, ich hätte was gesehen. Aber okay. Die Richtung stimmt schon irgendwie, glaube ich. Es war nur eine Mondfinsternis, das war keine Nacht. Achso. Hey, ich bin draußen. Wo bist du jetzt gelandet? Ja, ich hab mich halt irgendwo durch. Boah. Garstiges Garst. Komm her. Komm. Flugfight. Ich hau dir eine auf den Deckel. Oha. Eine Träne. Jetzt meint das ernst. Wer haut. Oh Gott, es laggt so hart hier unten in der Hölle. Ja, höllisch halt, ne? Yep. Höllisch gut. Mhm. Ich bin heute auch wieder höllisch witzig, ne? Oh, ja. Wie immer. Ach, wie nett von euch. Osso. Meditative Musik hier. Bei mir spackt sie gerade voll ab. Bei mir kommen immer dieselben wieder. Das ist ja toll! Sehr abwechslungsreich! Meine Plays besteht aus 1, 2, 3. 10 Ledern. Ich hab 42 drin. Moment. 294. Nee, Moment. 11 Lieder. Also im Grunde habe ich meinen Ordner von Incompetech drin für mehr so afrikamäßig klingende Musik und für ruhig, glaube ich, habe ich sie genannt. Ich habe sie mir letztens ein bisschen sortiert, dass ich besser finde, was ist. Nicht was Bestimmtes haben will. Ich meine, ich habe die eigentlich nur für die PvP-Videos so für den Hintergrund ein bisschen gemacht. Information. Nee.
Keine Ahnung, wie ich das sehen kann hier. Nein, ein paar halt. Also bei mir steht unten, dass in dieser Liste, die ich gerade laufen habe, 11 Elemente sind. Und daran kann ich sehen. Mit Windows Weiter Media Bildschirm. Player. Windows Media Player. Winamp. iTunes. VLC. Okay, weil das Schöne an iTunes ist, dass man die Tracks, ne, wenn die unterschiedlich laut sind, automatisch anpassen lassen kann, dass die alle die gleiche Lautstärke haben. Ah, ich habe keine Apple-Sachen bei mir auf dem Rechner. Bah. QuickTime und iTunes. Also iTunes, glaube ich, habe ich drauf, ja. Ich habe iTunes auch drauf, aber ich benutze es nur für meinen iPod, weil der sich ja sonst nicht synchronisieren lässt, aber... Doch, gibt es auch ein Programm für. Ja, ist aber beschissener. Dann quäl ich mich halt lieber durch iTunes. Aber sonst benutze ich... Ich hatte es halt, weil ich mir ein, zwei Lieder gekauft habe. Habe ich noch gar nicht gemacht. Ich habe sogar irgendwo noch einen Gutschein hier rumliegen. Ich habe mir noch nie was da gekauft. Ja, normalerweise bin ich lieber jemand, der die Dinger auch wirklich auf CD haben will. Genau. Aber wenn ich nur einzelne Lieder will, warum soll ich mir dann die ganze CD kaufen? Wenn ich schon die Möglichkeit habe jetzt mittlerweile, dass man ja inzwischen wirklich nur das kauft, was man auch haben will. Für sowas ist das schon ganz praktisch. Das stimmt wohl. Ich höre persönlich, muss ich echt zugeben, fast nur Musik, die ich aus irgendwelchen Indie-Bundles bekomme oder Indie-Musik-Bundles. Die ist einfach super. Da ich ein paar Euro für und dann. Ja. Und da habe ich eine Playlist, die extrem lang ist. Komm relativ selten irgendwie wirklich zu Musik hören. Aber wenn, dann höre ich gern Soundtracks oder halt mal eins meiner Metal-Zeugs, was ich eh schon immer habe, so viel Neues. Habe ich in den letzten Jahren gar nicht gekauft im Vergleich zu früher. Okay. Also meine, ich höre privat sehr, sehr viel Musik. Wenn ich selber immer zocke, Musik. Wenn ich selber irgendwas arbeite, immer Musik. Anders geht's gar nicht. Das Problem ist, wenn du den ganzen Tag unter Leuten bist und immer irgendwelche Leute auf dem Ohr hast, ab und zu ist es sehr angenehm, wenn einfach nur Ruhe ist. Ja. Stimmt auch. Ich habe schon gemerkt, die Leute haben heutzutage gar keine Wertschätzung mehr für wirklich Ruhe. Überall, wo sie sind, im Auto Musik, unterwegs Kopfhörer. Ich mir denke mal, willst du nicht abends ins Bett gehen, Musik? Ich so. Ich muss mir jedenfalls zwischendurch irgendwann einfach Ruhe gönnen, weil ich sonst einfach ein Rad abkrieg. Thema Musik ist im TS relativ gerne Musik dazu. Labern oder so. Wobei es da auch ganz nett ist, einfach nur mit einer Person dann mal in einem TS-Raum zu sein und einfach nur mal Ruhe zu haben. Aber wenn ich unterwegs Musik höre, liegt es nicht daran, dass sondern einfach nur, dass ich die Umwelt nicht hören möchte. Höre ich unterwegs Musik. Also, wenn Hamster in eurer Gegenwart Musik hört, will sie euch ignorieren und euch nicht hören. So, was war das? Regnet. Oh. In der Wüste ist das ganz komisch, da wird einfach der Himmel dunkel. Ja, da wird der Himmel dunkel und ich glaube, es gibt so Sturmgeräusche irgendwie. Ja, ist aber auch so, dass wenn ich mit jemandem unterwegs bin, immer nur einen Stopfen im Ohr habe, damit ich auch immer noch den anderen höre. Multitasking. Natürlich, ich bin eine Frau. Naja, ich sage immer, Multitasking gibt's, man kann viel gleichzeitig machen, aber dafür nichts richtig. Also, konzentriert richtig. Das stimmt so nicht. Nee, aber Musik an. Kann man immer daneben machen und reden. Das sehe ich jetzt nicht als Probleme, aber ich meine andere Sachen halt einfach. Ich merke es halt immer, in die Richtung, oh, jetzt war es zu viel. Ja, es kommt halt auch an, was man mit macht, wenn man zwei Arbeiten... Ja, ist stark abhängig, was man macht. Ja, wenn man zwei Arbeiten gleichzeitig macht, dann kann das schon gerne mal schief gehen. Aua! Ich keine Erde als Füllmaterial, das ist nicht echt. Deine Bäume wollen gar nichts wachsen. Macht nichts, ich habe das andere noch nicht ganz verbaut. Das muss man erstmal schaffen, die Kugel vom Gask mit dem Bogen zurückzuschießen. Mit dem Bogen? Ja. Das habe ich auch schon mal geschafft. Und zweimal. Und sogar getötet. Das ist cool. Hat sie auch episch, nicht. Ja. Ob, da habe ich sogar irgendwo eine Aufnahme von. Aber ich bin nicht noch so dreckig gedacht, so. Ja, hamstermäßig lache halt, ne? Ja. Geil. Geil!
ist wieder dieses... Dieses... Ja, super, jetzt höre ich 40 Minuten diesen Track, weil... Egal, wir sind ja eh bald fertig. Yep. Ich muss den mal rausnehmen. Weil 40 Minuten dasselbe Ding ist irgendwie eine Käse. Dauerschleife oder was? Nein, der Track ist 40 Minuten lang und das ist sonst an sich ganz interessant, wenn du ein Rollenspiel hast, dass er so mit so Klanggeräuschen, also so sphärisch halt mehr. Ja! Ist halt ein bisschen langweilig. Ja, wie geil! Was? Oh, wie gut! Ich hab jetzt meinen Recycler gerade ein bisschen laufen lassen. Hab dann neuen Scrap zusammen gehabt, hab mir daraus eine Scrapbox gebaut und hab tatsächlich einen Diamanten rausbekommen. Ja, richtig gut. Da, nicht nur Frauen freuen sich über Diamanten, sondern auch Frameses. Frameses? Da hab ich gerade entwickelt, ist cool, ne? Ja. Ja. Schnatzelkraft, Jens. Richtig. Nee, wie war das? Frame. Schnatzelframecraft. Ja, Jens. Schnatzelframe, Jens. Nils. Ja, wie komme ich auf Jens? Ja, Jens? Ach so. Hat's nicht mehr gemerkt. Ich hab das gerade mit Minions verbunden und dann alles versüßt. Ach, keine Ahnung. Dafür? Hä? Ja. Whatever. Okay. Ihr kennt doch die Minions bestimmt aus. Ja, trotzdem aber. The fuck? Ah! Ja. Wie wir so noch letztens bei den, ich glaube, Hunger Games hatten, drei Stück, ne? Nur abgelost haben sie halt, ne?